tot. Komm her, lass die einfach in Ruhe. So, da hätten wir Nummer 1, nämlich den Raben. Doch schon, da hinten wäre noch irgendwer, der nervt. Da haben wir einen Beißfisch. So, lieber erstmal kurz Luft geholt noch. Hauptsache, die ist tot, die Alte. So. Hier nimm Fleisch, sonst bist du auch gleich wieder weg. Mist. So, das müsste der Rabe sein. Ne, der Schneevogel. Ne, das war doch der Rabe. Läuft alles mögliche an Gedöns durch die Gegend. Noch mehr Isila, Alter. Schnauze. Haben die überhaupt verloren? Dachte mir schon, dass der nichts will. Eigentlich. So, wo sind denn jetzt die restlichen Tiere hier? Steht ja noch eine Menge auf der Liste. Aua, aua. Blöden Beißfische. So. Schildkröte fertig. Jetzt fehlt nur noch der Schneevogel. Keine Ahnung, wo ich den gut finden werde. Ich weiß jetzt nicht, ob es einer von denen ist. Ich nehme einfach mal zwei. Ja, es war der Schneevogel. So, bring Urki die Zutaten. Können wir das per Schnellreise machen? Danke. Nein, das möchte ich nicht. Ich dachte, dann könnten wir uns den Weg mal eben sparen. Weil wir jetzt ja wieder hoch müssen, leider. Autsch. Doofen Beißfische, Mann. Ich hoffe, wir kommen hier überhaupt hoch, wo ich will. So. Nein, natürlich nicht. Ach Mann. So. Müsste jetzt so gehen. Da müssen wir also hoch. Da gibt es selbstverständlich keinen schnellen Weg für. Das heißt, wir reiten. Ja, gut. Erst noch Fleisch vergeben. Weil mit halbem Leben kann das Viech nicht reiten lassen. Das geht einfach nicht. Warum auch immer. Jetzt müssen wir auch noch runter hier. Mensch, 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 Mensch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Sie urkt ihr beim Sprung zu. Nein! So dachte ich mir das nicht. Scheiße. Bin ich runtergefallen, Mensch. So, schnell mal geheilt. Ein bisschen das verrenkt. Dann schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber naja. Oh Mann, fliegen wir im Vogel, abgeschlossen. Scheint ja noch da drin zu sein. Na gut, wie auch immer. So, Urki der Denker ist abgeschlossen. Dann konnten wir nochmal den großen Namenbären jagen gehen. Da hinten. Wo genau? Eventuell brauchen wir da den Weg, den wir eben gehen wollten. Schauen wir mal, ob wir da gut hinkommen jetzt. So. Boah, gefährlicher Weg hier. Nicht gefährlich, sondern auch unnötig, wie mir scheint. Ich kann hier, glaube ich, gar nichts erreichen. Na ja, toll. Sieht doch nicht so toll aus, wie ich dachte. Ich dachte mir eigentlich, da oben könnten wir locker hoch, aber... Scheint habe ich mich getäuscht, oder was? Doch, da gibt es noch mehr Kletterpunkte, die habe ich übersehen. So, ja, da muss ich dran. What the fuck? Ja, nimm den Kletterhaken, los. Meine Güte, na endlich. So. Hier sind das erste Stückchen oben. Das ist schon mal super. Ja. Bloß nicht runterfallen. Da ist der nächste Greifhakenpunkt gewesen. Den hatten wir nämlich übersehen. Sind wir zu weit vorwärts geklettert. So. Direkt hier drüber ist der nächste. Passt doch. Wunderbar. Sehr gut. Irgendwo da hinten ist dann noch so eine Isila-Geschichte. Ich sehe sie auch, glaube ich, schon. Ja, super. Warum auch immer der jetzt einfach wieder runtergefallen ist. Was soll das, Alter? Drauf runterzufallen, Mann. Ja, warum nicht gleich so, Mann? So. Sehr, sehr beschwerlicher Weg bis hierhin. So, Isila-Maske. Aha. Hat auch so gepasst. Okay, da ist Greifhaken angesagt. Wo hänge ich dran? Hä? Muss ich aus sowas schlau werden? Wieso geht denn das nicht? Erst jetzt. Mann! Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Das war unser Säbelzahn. Ich dachte schon, was wartet denn da jetzt Böses auf uns? Uiuiui. So,
komme ich jetzt hier irgendwie hin? So, einmal schauen. Ja. Dachte ich mir schon, irgendwie hier so entlang nach oben wird es bestimmt einen Weg geben. So, müssen nur ausreichend weit herumgehen. So, da geht's schon hoch. Wobei schon ist gut, ne? Naja. Passt ja erstmal. 300 Meterchen müssen wir noch zurücklegen. Dann sind wir an unserem Zielort. Ah, ist mir egal. Ist mir egal. Ich bin weg, meine Freunde. Ich bin da weg. So, man muss sich nicht immer um jeden Gegner kümmern. Manchmal kann man auch einfach weg. Na, da hinten geht es lang. Irgendwelche. Statt dass er einfach rennt und drüber springt, weißt du? Springe ich halt ohne dich. So. Und jetzt musst du mir trotzdem gleich folgen. Toll. Ja. Hier kommen wir jetzt noch hoch und dann haben wir. Haben wir das Ziel erreicht erstmal. Nämlich den ersten Jagdort. Oh. Ich weiß, dass die Bestienmeisterjagd in der Nähe ist. Ich bin auf dem Weg dahin. So. Erkunde die Höhle. Alles klar. Luftbläschen. Ich hoffe, wir schaffen es. Solange der nicht aufhört, hier zu schwimmen. Ah, kommt ein bisschen Gas. Gut, gut. Bisher ist alles in Ordnung. Ich frage mich, ob wir den jetzt auch so ewig lang wieder verfolgen müssen. Irgendwohin. Durch die Prärie oder so. Oder ob der uns sich einfach stellt. Richtig, ne? Durchaus möglich alles. Erstmal brauchen wir die Köder. So. Sucht die Höhlenmalerei. Chawa Hars Mash Hassan Jawa. Großer Narbenbärjagd. Herrlich. So, jetzt müssen wir mal wieder Hinweise nutzen. Ah. So, haben wir jetzt doch einfach mal zwei Pfeile hingeschossen, ist aber nicht schlimm. So. Schon alles wieder. Da. Wichtigste. So. Einfach mal aus dem Weg gehen. Manchmal ist das das Klügste, was man machen kann. Shasatapi. Wantar war laikwa. Urgi laiwanguash. Oh, ein seltenes. Nun gut. Gehen weiter. Die Jäger sind ja noch nicht lange fort. Was haben wir hier? Haras Hars Grabash. Yandar Wandrauba. Samwantar Hars Barshar. Ah, okay. Vorne gibt es die nächsten Hinweise. Da vorne.
Antar Yauda. Urgi Laiungwash. Vars Urgi. Tashlangwash. Ja, dann bewegen wir uns auch mal nach dahin. Achso, jetzt müssen wir links hier. Nee, gar nicht. Auf V wollte ich doch drücken, nicht auf B, Mensch. So, Taschlerinsel, Ort entdeckt. Okay, ja gut. Hier kannst du dich mal kurz heilen. Dann reiten wir weiter. So, da müssen wir lang. Genau, Norden. Das ist die richtige Stelle. So, ist alles gut, Braunbärchen. Ich wollte nur gucken. Komm, wieder. So, geht doch. Alter. Bleib doch hier, Mann. Was ist mit dem? Heute hat er auch irgendwie so seine Tage oder so. Achso, wir müssen hier... Wobei, müssen wir nicht unbedingt klettern. Wir können wohl auch außen rum. Ist immer gut, wenn man laufen kann. Dann spart man sich nämlich das Klettern. Laufen ist einfach schneller. Also in dem Fall das Reiten meine ich natürlich, ne? Laufen an sich wäre selbstverständlich langsamer. So eine singende Höhle haben wir auch schon gefunden, Mensch. Ich höre aber nichts. So. Hier haben wir noch Hinweise. Noch ein Lagerfeuer im Übrigen entdeckt. Über uns ist der Bär. Achso, ich dachte gerade, das wäre eine Maske wieder. Also besser, wenn das sowas ist. So, schön hoch. Und da noch, sehr gut. So, wir lassen den natürlich schön weiter beschießen. Wir sind ja nicht doof. Wir werden einfach nur dafür sorgen, dass er die ganze Zeit dabei brennt. So, immer schön weiter brennen. Kann ich es mir auch gönnen. Muss nur gerade mal ein bisschen... Oh, besser. Ein bisschen leiser gemacht. Der Kopfhörer ist halt enorm laut. Ne, der jetzt halt schreit. Okay, der Narbenbär hat auf jeden Fall ordentlich Power, wie ich das so. Der ist 10-mal, das dürfen wir noch nicht vergessen. Ich finde das lustig, wie er die ganze Zeit Leben verliert. Scheinbar nicht. Er hat schön gesessen, schön im Kopf. So. Wir werfen erstmal die doppelten. Sonst nichts mehr von uns, aber Millionen Pfeile von den anderen.
So, der soll erstmal wieder zurückkommen. Wir können einfach der Brandspur folgen im Prinzip. So. Höhle müssen wir auch noch durchsuchen, ja. So. Runtergefallen, wollte ich nicht. So, entzünden bitte. What the fuck? Schnell war der Bär jetzt oben und unten. Jetzt auch auf uns abgesehen. Wir müssen aufpassen, wir müssen richtig aufpassen. Sonst erledigt er uns, glaube ich, ziemlich schnell. Können natürlich auch hier über die Fallen leiten. Und ich weiß, der ist direkt hinter uns. So, hier direkt entzünden. Falle ist scharf. Wir rufen mal unsere Bestie kurz. So. Sonst auch das schon mal auslegen. Komm. So, das soll man vielleicht mal anziehen. Einfach unsere Speere rein. Aber ich hoffe, der macht es jetzt nicht zu schnell zu Ende für uns. So, schnell, schnell, schnell. Hier ist was für dich. Ja, schnell ins Wasser gesprungen. Sicherheitshalber. Ich wollte jetzt hier noch nicht drauf gehen. So, so ist es schon heller. Oh ja, der hat gesessen. So. Wo ist der Bär? Hä? Ach so, das war noch nicht so weit. Gut, erlegen können wir den ja jetzt. Hat er sich jetzt hier drin verkrochen angeblich oder was? Glaube ich nicht. Hier geht's doch raus, oder? Nee. Ob ihn der Köder interessiert? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war bei dem Säbelzahn, als wir den gejagt haben, ob wir den erst komplett platt gemacht hatten. Warte mal. Dich schicken wir mal. So, geht doch. So, Volk freigeschaltet, großer Teddy. Geil. So, großer Narbenbärjagd abgeschlossen. Sehr geil. Top, top, top. Ups, da wird noch was durchkommen. Fähigkeitenpunkt, okay. So, wir werden jetzt erstmal, also das können wir markieren. Wir werden erstmal ins Dorf zurückkehren. Dort werde ich dann eine kleine Aufnahmepause machen. Die Folge ist ja jetzt erstmal lang genug. Also ein paar extra Minuten. Da bin ich mir sicher, dass ich die in dieser Folge dazu geschnitten habe. Ne? So.
Fähigkeitenpunkt gucke ich nur mal kurz rein. Wir haben jetzt gerade mal 8. Mein Gott. Bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Okay, hier das noch. Von mir aus könnte ich das machen. Ah ja, so, fertig. Dann habe ich die Punkte auch vergeben, dann ist gut. Und dann mache ich jetzt, wie gesagt, erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.